An diese alte Wassermühle hat mich Markus Flögel in Recklinghausen-Suderwich eingeladen. Was für eine Verbindung haben Sie denn zu diesem Ort? Ja, in dieser Mühle hat meine Familie über Jahrhunderte lang Mehl gemahlen. Seit dem Mittelalter ist diese Mühle im Familienbesitz und hat unsere Familie ernährt und halt mit dem Mehl auch die Ortschaft Suderwich. Eine Besonderheit hat die Mühle: im Krieg war das Lager randvoll mit Mehl. Eine englische Fliegerbombe traf dieses Lager und ganz Suderwich war weiß, als hätte es geschneit. Die ganzen Suderwicher, die im Krieg natürlich wenig zu essen hatten, kamen mit ihren Löffeln und Vorratsbehältnissen und haben die Straßen, die Dächer und alles wieder sauber gekratzt, um etwas mehr zu essen zu haben, als es im Krieg sonst möglich gewesen wäre. Inzwischen ist aus der Mühle ein kleines Café geworden. Hier ist er häufig mit seiner Frau und den drei Kindern. Wie haben Sie denn damals Ihre Frau kennengelernt? Ja, ich habe ja erst Pharmazie studiert. Dazu gehört ein chemisches Grundlagenstudium. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von der Chemie. Ich stand also am Labortisch, meine zukünftige Frau mir gegenüber, und habe dann munter die Chemikalien zusammen gemischt und es gab eine kleine Verpuffung. Und meine Frau war etwas entsetzt und fragte, ob ich denn wirklich keine Ahnung hätte. Darauf sagte ich nein, ehrlich gesagt habe ich die nicht. Und dann hat sie sich ein bisschen um mich gekümmert. Und dann haben wir hier auch geheiratet gegenüber der Wassermühle. Hier gibt es einen schönen Bauernhof. Dort haben wir einen Schankwagen hingestellt, haben Musik angemacht, normale Biertische aufgestellt und hatten eine rustikale Hochzeit hier auf dem Bauernhof. Wir gehen weiter zum historischen Dorfkern von Suderwich. Am alten Kirchplatz gibt es Gastronomie und eine alte Kornbrennerei. Hier in diesem Herz von Suderwich trifft man sich. Hier findet das soziale Leben statt. Im Sommer ein beliebter Ausflugsort. Im Herbst gibt es den Martini-Markt hier, wo überregional die Menschen hierher strömen und dem heiligen St. Martin zuschauen. Hier werden dann die Brezel für die Kinder verteilt. Und mein Lieblingsfest, ehrlicherweise, ist Karneval in Suderwich. Und hier in der Kneipe hinter mir findet am Wochenende vor Weiberfastnacht die Kappensitzung statt. Hier wird gesungen, hier wird gelacht vom mittags bis in den späten Abend. Und wenn man ganz viel Pech hat und übertrieben hat, dann kriegt man von seiner Frau Kappensitzung Verbot. Haben Sie schon mal ein Verbot? Ich hatte Glück, ich habe eine tolerante Frau. Aber es hätte schon mal die Möglichkeit gegeben, mir Kappensitzungsverbot auszusprechen. Wir machen uns auf den Weg zur Emscher, damals bekannt als dem schmutzigsten Fluss Deutschlands. Bis 2021 soll die Emscher weitestgehend von Abwasser frei sein. In Recklinghausen sind zwar alle Kanäle gebaut worden, das ein oder andere Lüftchen kann man aber je nach Windrichtung doch noch riechen. Junge, Junge, also es stinkt hier ganz schön ordentlich. Und hier haben Sie damals Ihre Schwiegereltern hingebracht? Ja, ganz genau. Und das wirft mir meine Frau bis heute vor. Denn noch schwimmen die Überreste des Menschen in der Emscher rum. Es wird noch ein bisschen dauern, dann ist die Emscher komplett abwasserfrei. Wir standen genau hier an diesem sogenannten Absturzbauwerk. Hier mündet der Suderwicher Bach in die Emscher. Und es hat natürlich auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Das ist der Bach, der hier unsere Mühle angetrieben hat. Hier endet sein Weg. Gibt es denn hier in der Ecke im Sommer auch Gastronomie? Ja, wir haben hier um die Ecke die Inselgastronomie. Hier gibt es einen Ruderverein mit Biergarten und der wird auch sehr gut angenommen. Recklinghausen wollte zusammen mit anderen Städten und der Emscher Genossenschaft die Landesgartenschau 2020 ausrichten. Aus der Bewerbung wurde leider nichts. Wir vom Verkehrsverein Suderwich-Essel standen hier unten, auch mit dem Bergknappenchor, und haben die Jury begrüßt mit dem Steigerlied. Leider haben unsere Gesangskünste keinen nachhaltigen Eindruck gemacht. Wir konnten die Jury nicht umstimmen, aber die Emscher Genossenschaft, die das hier mitgeplant hat, will ihre Vorarbeiten nicht in die Tonne schmeißen, sondern wird einen großen Teil dessen umsetzen. Unter dem Namen Emscherland 2020 wird das hier demnächst wunderschön umgestaltet werden. Hier sollen Weinreben angebaut werden, hier sollen Wasserbüffel grasen und Wildpferde sollen hier durchs Emschertal galoppieren. Wir werden sehen, was passiert.